Hallo Scummi bei der XXXO, wir starten direkt mit dem ersten Match. Zwar gegen Rey Mysterio. Und wir sind heute in Köln. Und das Pay-Per-View wird in Red Bull Kauf stattfinden. Oder in Kleve. Also ihr Wohnkreis Kleve, muss ich noch überlegen, welche Ort davon. Bei der morgigen Show bei Power All Wrestling werden die auch beide nochmal gegeneinander treffen. Da Rey Mysterio und zwar sich überhaupt nicht mögen. Übrigens, heute wird es auch noch bei den Frauen ein 8-Mann Battle Royale geben. Um die nächsten Tag Team Herausforderer zu finden. Thank you.
Nur da jeweils immer einer von deren Tech-Teams im Match enthalten drin sind. Und zwar gewinnt durch Auszählen. Das nächste Match wird Gisela ihr zweites Match bestreiten in dieser Show gegen Valhalla. Mal sehen, ob Gisela dieses Match gewinnen kann. Und hier kommt Gisela Schmidt. Und hier kommt Valhalla. Thank you.
Und los geht's. Und bei All Power Wrestling wird übrigens auch ein 20 Frauen Wumble geben. Und in diesem Wumble wird der nächste Herausforderer über den LWS Diva Championship ausgesucht. Die beiden hier, Gisela Schmidt und Valhalla, sind auch in diesem Match mit dabei. Und Gisela Schmidt gewinnt auch ihr zweites Match. Das nächste Match wird ein 6-Mann-Tag-Team-Match zwischen Elvis, Justin und Enos gegen The New Day. Eigentlich war erst geplant, dass nur Enos und Justin das Match bestreiten gegen The New Day. Aber Elvis hat dann sich beschlossen, da New Day zu dritt ist und er sonst heute kein Match dabei hat, wird er heute dabei sein. An der Seite mit Enos und Justin Leon. So, und da kommen Enos und LWS. Natürlich ist Enos in zwei Tag-Teams bestritten. Einmal mit Justin Leon in Bad Boy und einmal mit LWS und Ricardo mit LRE. LRE steht übrigens für LWS Ricardo Enos. Und von LWS oder heute sein Tag Team Partner wird heute auch ein Match bestreiten.
Und hier kommen The New Day. Mit Kofi Kingston, Shyma Bots und Big E. Übrigens auch hier wieder eigentlich eine Info. Bei Power All Wrestling treffen die sich auch nochmal gegeneinander. Mit Justin und Enes gegen The New Day. Steht nur noch nicht fest, ob Big E in dem Match mitmachen darf oder nicht. Deswegen gibt es dieses Match hier. Sollten The New Day gewinnen, wird Big E auf der Seite von Justin und Enes sein. Gegen Shyma Woods und Big E und Kofi Kingston in ein Team und Dustin und Enes wären dann alleine, außer die würden in der kurzen Zeit noch einen dritten finden, der mit Dings in diesem Match bestreiten würde. Auf jeden Fall ist dieses Match für beide Seiten wichtig. Wird Big E mitmachen oder wird Big E nicht mitmachen?
Thank you.
Und die Gewinner sind Elvis, Ricardo und Enes. Das bedeutet, es wird ein 2 vs 2 ohne Big E sein. Und kommen wir dann zum nächsten Match. Das nächste Match ist ein 24-7 Match, also ein Triple Threat Match, um den 24-7 Championship zwischen Niklas Marco Klein, Solo Sequoia und Ricardo Sturo. Mal sehen, wer das Match für sich entscheiden darf. Und der erste, der zum Ring kommt, ist Solo Sikoa, der jüngere Bruder der Usos. Der nächste, der zum Ring kommt, ist Ricardo Stroh. Und hier haben wir den Champion Niklas Marco Klein.
Thank you.
Und Solo Sikoa gewinnt das Match und ist neuer 24/7 Champion. Here is your winner and the new
Das nächste Match wird sein Zoe Stark gegen Ronda Rousey. Und als erstes kommt Zoe Stark zum Ring. Und hier kommen die Diva Tag Team Ronda Rousey. Heute wird es übrigens noch auch ein 8. Battle Royale geben, neben der Frauen-Wumble. Um den neuen Herausforderer für Power All Wrestling. Um den 24-7 Championship. Thank you.
Und Ronda Rousey gewinnt das Match gegen Zoe Stark. Wir haben übrigens noch ein Match für euch zu zeigen von Ring of Honor. Die Usos gegen die Hardy Boys, die auch bei uns in Power All Wrestling gegeneinander treffen. Nur auf Ring of Honor haben die so gegeneinander getroffen. Und jetzt wollen wir euch das Match noch einmal zeigen von Ring of Honor. Die waren übrigens in Boston, Miami. Und hier haben wir die Usos, Jimmy und Jay Usos. Und hier kommen die Gegner, Jeff und Matt Hardy, die Hardy Boys. Die diesmal auch zusammen rauskommen. Und los geht's.
Und die Usos gewinnen das Match. Das nächste Match wird sein Paul Lopez gegen Braun Strowman in ein ganz normales 1 vs 1 Match. Mal sehen, wer das Match gewinnen darf. Der erste, der zum Ring kommt, ist Paul Lopez. Thank you.
Und hier kommt Juan Stürmer.
Thank you.